mehr 3 Tage fehlen bis zum Weltcup-Auftakt der Alpinen auf den Rettenbachgletscher in Sölden. Mit dabei sind heuer auch 6 Südtiroler. Beim Damen-Riesentourlauf am Samstag ist Manuela Mölk die einzige einheimische Rennfahrerin am Start. Für die 33-jährige Ennepergerin ist es bereits die 13. Teilnahme am Rennen in Sölden. Vor 6 Jahren stand sie hier schon auf dem Podest. Auch ihr Bruder Manuel schaffte es vor 3 Jahren als Zweiter aufs Podium. Er ist das 11. Mal dabei. Im Vorjahr reicht es zu Rang 23. Besser machte es Florian Eisert, der 11. wurde, der 31-Jährige aus Ecken, bald am Sonntag eine Top-10-Platzierung an. Der Auftakt ist halt spannend für alle. Man kann gleich Gas geben und schauen, was da noch rauskommt. Ich denke nicht, dass sich großartige die Gleichgewichte verschieben, aber sicher ein paar werden besser gearbeitet haben wie andere und ja, hoffentlich kehren wir zu diesem. Neben Mölk und Eisert starten beim Riesentorlauf der Herren auch noch der Bozner Riccardo Tonetti, der Arntaler Simon Mauerberger und Dominik Sparis. Der 27-jährige Ultner feiert auf dieser Piste sein Debüt. Er hat überhaupt erst 2 Riesentorläufe im Weltcup bestritten, bei dem Vorjahr in Hinterstoder und Biberkrieg, wo er sich jedoch nicht für den 2. Lauf qualifizieren konnte.